Hallihallo. Moin, moin. Jan hier wieder von Firma Nordeis. Wir sind heute in Hannover in der Innenstadt. Wir haben halt einen Auftrag bekommen, alten Graffiti-Schutz von der Klinkerfassade runterzustrahlen. Der Kollege, der den Schutz aufgetragen hat, hat also auf jeden Fall einen schlechten, billigen Graffiti-Schutz genommen. Der ist quasi abgeblättert. Sieht richtig scheiße aus, um das so zu sagen. Das zeige ich euch gleich mal. Im Hintergrund ist ein Kollege. Der strahlt auch schon fleißig. Wir machen ja auch Graffiti-Entfernung. Und eine Graffiti-Entfernung funktioniert halt immer nur so gut wie halt der Graffiti-Schutz ist, der auf der Fassade drauf ist. Problem ist halt hier, dass die meisten Hausbesitzer, Hausverwaltungen oder auch andere Firmen, die Neubauten errichten oder Hallen, sich scheuen oder vergessen, Graffiti-Schutz nach Beendigung des Baus aufzutragen. Weil wenn der Schutz drauf ist, lässt sich das Graffiti meistens wesentlich besser entfernen, schonender entfernen und kostengünstiger entfernen. Genau, die Klinkerfassaden oder die Oberflächen werden halt nicht so stark in Anspruch genommen, wenn man eine Entfernung macht, eine Reinigung, egal ob mit Trockeneis, im Niederdruckstrahlverfahren oder im Hochdruckreinigungsverfahren, was wir alles drei im Übrigen auch machen. Insofern ist es oftmals schwieriger. Und wenn wir einen Schutz drauf haben, ist es wesentlich einfacher. Also, seid gespannt. Ich melde mich nachher immer, ich zeige euch noch ein paar Vorher-Nachher-Bilder und bis dahin erstmal. Ne? Ciao, euer Jan Walter. Tschüss. Sind wir. Wir haben hier im Hintergrund haben wir die Fassade von einem alten wachsartigen Graffiti-Schutz befreit. Die Klinker sind jetzt dementsprechend wieder schön hübsch, sauber, sehen nicht mehr so zerfranst aus. Thema Graffiti-Schutz nochmal, es gab so die erste Generation, das war ein wachsartiges Material, das wurde aufgesprüht oder aufgesprüht mit speziellen Verfahren oder einfach nur mit so einer Pumpe, mit so einer Spritze und dieses Wachs. Das war alles schön, nur beim Wachs war es ganz einfach so, dass halt durch die Witterungseinflüsse dann irgendwann dieses Zeug abblätterte und es einfach unansehnlich aussah und dann nur, ja, nicht mehr schön war. Insofern hat es auch keine Funktion, keine Schutzfunktion mehr gehabt. Das haben wir immer öfter, dass wir da rausfahren und den Kunden da dementsprechend helfen und den alten Schutz runterstrahlen auf jeden Fall. Genau, ja. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich über ein Like freuen, ich würde mich über ein Abo freuen und dann bis zum nächsten Mal. Reinhauen, ciao, ciao.